Schütze und Widder, Kompatibilität, Liebe und Beziehung. Mächtige Widder und freiheitsliebende Schütze sind zwei Sternzeichen von der Feuerelement. Können sie sich ineinander verlieben? Kann die Beziehung von Widder und Schütze langfristig und glücklich sein? Wie meinen Sie, passen Schütze und Widder zusammen? Ist die Kompatibilität von Schütze und Widder hoch? Wie sind sie zusammen im Bett? Ist ihre Liebe stark und ehrlich? Was hilft Widder und Schütze schnell, sich zu verstehen? Jetzt möchte ich diese bestimmten Fragen beantworten. Und vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. In der Zukunft wartet auf Sie viel neue und interessante Informationen. Widder und Schütze in Liebe und Beziehung. Widder und Schütze sind zwei Feuerzeichen des Tierkreises. Sie sind beide sehr eigensinnige und unabhängige Individuen. Widder sucht Macht. Schütze sehnt sich nach Freiheit. Aber die Eigenschaften, die sie vereinen, reichen aus, um starke und langfristige Beziehungen aufzubauen. Das sind sehr fröhliche, energische und neugierige Menschen. Sie mögen Abenteuer und Veränderungen, neigen zu spontanen Entscheidungen und Abenteuerlust. Zusammen sind sie immer lustig und interessant. Zwischen dem Widder zündet der Schütze bereits in der ersten Minute nach der Begegnung einen Funken. Sie fühlen sich mit unglaublicher Stärke zueinander hingezogen. Die Beziehung eines solchen Paares kann sich ziemlich schnell entwickeln. Zwischen ihnen kann eine alles verzehrende Leidenschaft entstehen, die sie sich mit der richtigen Beziehungsarbeit und den eigenen Charaktereigenschaften zu wahrer Liebe entwickeln kann. Widder und Schütze haben alle Chancen, eine glückliche und gleichzeitig außergewöhnliche Familie zu gründen, in der Spontanität, Abenteuer, Extremsport und Romantik Platz finden. Die Kompatibilität zwischen Widder und Schütze ist sehr hoch. Sie sind in der Lage, ein solches Feuer der Gefühle zu entfachen, das für das ganze Leben ausreicht. Die Hauptsache ist, ihr Temperament zu kontrollieren und zu lernen, sich miteinander zu beraten, bevor sie voreilige Entscheidungen treffen. Dann gibt es nicht so viele Gründe für Streit. Widder Mann und Schütze Frau. Widder Mann und Schütze Frau ist eine Kombination aus zwei hellen und starken Persönlichkeiten, in der es sehr, sehr interessant zusammen ist. Die ersten Gefühle entstehen fast auf den ersten Blick. Dieses Paar vereint zwei aufgeweckte, abenteuerlustige, liberale und fröhliche Persönlichkeiten. Die Macht des Widdermanns zeigt sich jedoch auch in dieser Vereinigung. Die Schützefrau ist jedoch in vielen Angelegenheiten bereit, sich ihrem starken und zielstrebigen Mann zu unterwerfen. Hauptsache, er schränkt ihre persönliche Freiheit nicht ein. Wegen dieser Charaktereigenschaften können ein Widdermann und eine Schützfrau Zeit zu Zeit einige Streitigkeiten betreffen. Aber das kommt später, wenn sie schon zusammen zu leben anfangen. Es ist erwähnenswert zu bemerken, dass die freiheitsliebende Schützefrau nicht zu heiraten eilt. Aber mit einem Widdermann ist alles anders. Mit solchem Partner kann sie sehr schnell Ja sagen. Ein weiterer Grund für das Entstehen von Widersprüchen kann die mangelnde Bereitschaft oder einfach die Unfähigkeit der Schützefrau sein, den Haushalt zu führen. Sie kann nicht als ideale Gastgeberin bezeichnet werden. Sie bemüht sich nicht darum, dass ihr Haus immer in Ordnung und Sauberkeit wäre, obwohl dies für den Widdermann eine der Grundlagen des Familienlebens ist. Im Idealfall sollte er die Auserwählte weniger unter Druck setzen, ihr helfen, ihr Alltagsleben zu organisieren und einige der Aufgaben im Haushalt übernehmen. Im intimen Leben von Widdermann und Schützefrau herrscht Harmonie zwischen Verlangen und Leidenschaft. Im Bett passen sie so gut zusammen, dass ihre Lust und Leidenschaft auch Jahre später nirgendwo hingehen. Wenn in einem Paar Widdermann und Schützefrau Kinder auftauchen, übernimmt der Vater den Großteil der Erziehung. Er zeigt ihnen gegenüber mehr Genauigkeit, vergisst aber nicht, sie zu loben und zu verwöhnen. Eine Schützefrau wird für die Kinder zu einer älteren Freundin,
aber gleichzeitig respektieren die Kinder sie und denken nicht an ihrem Kopf zu sitzen. Sie reisen oft mit der ganzen Familie und bemühen sich um die umfassende Entwicklung ihrer liebenden Kleinen. Die Kompatibilität des Paars wieder Mann und Schütze Frau beträgt etwa 80%. Schütze Mann und wieder Frau. Ein Schütze Mann und eine wieder Frau sind eine ebenso gelungene Kombination. Auf die gleiche Weise verlieben sie sich fast sofort ineinander und diese Gefühle können ihr ganzes Leben lang getragen werden. Jeder weiß, dass der Schütze Mann es nicht eilig hat zu heiraten. Aber mit einem solchen Liebhaber wie Wiederfrau ist er bereit, seine Prinzipien zu ändern und in den kommenden Monaten nach dem Treffen ein Angebot zu machen. In ihrer Beziehung gibt es Zärtlichkeit und Leidenschaft, gegenseitiges Verständnis und die Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen. Der Schützemann versucht in jeder Hinsicht, das Familienleben zu diversifizieren und lässt es nicht zu einer grauen Routine werden, während die Wiederfrau ein wenig Ordnung und Organisation hinzufügt. Gemeinsam sorgen sie für Gemütlichkeit und Komfort im Haus. Sie können nicht als Heimbewohner bezeichnet werden. Schütze Mann und Wiederfrau haben viele gemeinsame Interessen und Outdoor-Aktivitäten, sind ihre Lebensweise. Sie lieben extreme und lebendige Eindrücke. Gemeinsames Fallschirmspringen ist nur der Anfang. Der Grund für den Skandal zwischen dem Schützemann und der Wiederfrau kann ein Versuch sein. Sie kommunizieren so aktiv mit allen, dass der Auserwählte manchmal entscheiden kann, dass sein Seelenverwandter mit jemandem flirtet. Die Wiederfrau ist eine unglaubliche, impulsive Frau, daher ist sie derjenige, die an der häufigsten Skandalen und Eifersuchtsszenen arrangiert. Dies wärmt die Auserwählten jedoch nur auf und steigert das Interesse aneinander. Im Bett passen sie so gut zusammen, dass die Wiederfrau und der Schützemann in der Regel gar nicht daran denken, an der Seite Freude zu suchen, weil sich überzeugt sind, keinen besseren Partner zu finden. Die Gesamtkompatibilität des Paars Schützemann und Wiederfrau ist ziemlich hoch, 92%. Die Wiederfrau wird zu einer ziemlich anspruchsvollen Mutter. Sie achtet darauf, dass ihre Kinder lernen, sich an die Regeln zu halten, nach Zeitplan zu leben, und der Schützevater fungiert in diesem Fall eher als Freund und Organisator aller Arten von Reiseferien und anderen Freuden. Es liebt es, Zeit mit Kindern zu verbringen, ihm vertrauen Kinder in der Regel ihre Geheimnisse an. Verstehen sich Wieder und Schütze. Die Kompatibilität von Wieder und Schütze ist in der Tat sehr hoch. Oft verstehen sie sich perfekt. Dafür brauchen sie keine Jahre. Natürlich können sie sich zunächst aufgrund von Eifersucht oder dem übermäßigen Ehrgeiz, der Autorität des Widers oder der Frivolität des Schützen streiten. Aber meistens denken sie nicht einmal an Trennung. Um die Beziehung weiter zu stärken und zu verbessern, wird es Schütze und Wieder nicht schaden, einander zu vertrauen, Probleme mit Dialog zu lösen und nicht zu schreien, keine voreiligen Entscheidungen zu treffen, damit sie sich später nicht in die Ellbogen beißen.